Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus zurück in Tomb Raider und wir befinden uns im nächsten optionalen Grab, und zwar die Katakomben der heiligen Gewässer. Und wir legen jetzt auch gleich los und schauen mal, was uns diesmal hier erwartet. Ein Dokument. Wir erfahren bestimmt was über diese Katakomben. Jemand ist hier eingebrochen, mitten in der Nacht. Er hat sich die Taschen mit Münzen gefüllt, Kannen mit Öl und Wein umgestoßen und alle, die hier begraben sind, entweiht. Es zerreißt mir das Herz, dass einer von uns diesen Ort entehren konnte, nur für einen vergänglichen Augenblick irdischen Reichtums. Wir müssen einen Weg finden, diesen Ort zu schützen, selbst vor unseren Brüdern. Okay, Stadtwache, also schon älterer Brief hier, Diebstahl in der Begräbniskammer. Die Toten zu beklauen ist wirklich armselig. Okay. Ich denke mal, hier ins Wasser gehen ist, glaube ich, auch nicht so gesund, wenn da ein Wasserfall dann ist und das dann runtergeht. Mit der anderen Spule kann ich das Floß näher zur Insel ziehen. Mit der anderen Spule kannst du das Floß zur... Nee, zur Insel. Was für ein Floß? Wo hast du denn schon wieder ein Floß gesehen? So, die Spindeln drehen sich ja alle hier. Also wenn ich hier ein Seil dran schieße, müsste sich das dann auch drehen. Wenn ich das Seil dann da anschieße, müsste das so eine Kombination geben. Guck mal, da ist ein Floß. Das kommt ja alleine her. Nein. Oh. Ich muss... Das... Okay. Okay, das Floß darf natürlich nicht abhauen. Es darf natürlich nicht durch die Strömung gezogen werden. Okay, hier wird das Floß natürlich jetzt hier rangezogen. Jetzt... Okay, nach einer Zeit geht das also wieder ab. Alles klar. Ich denke auch mal, dass nicht ich ins Wasser gehen kann, weil sonst werde ich genauso weggetrieben wie das Floß. Jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich weiter nach da. Vielleicht mal dahin. Weil ich so mal hier drauf gucken kann, ob hier noch was ist. Ich frage mich, ob ich ein neues Floß bekomme, wenn das da runterfällt. Ah, das fährt gar nicht runter. Nicht sehr, sehr realistisch, aber gut für mich. Okay, hier haben wir... Für den Fährmann. Münzen für den Fährmann, ja. Also man sollte die Toten nicht beklauen, aber ich brauche das Geld, ich bin jung. Okay. Da kann man auch noch unter... Nee, da ist noch ein neues Floß. Da, das ist auch so ein kleines Bötchen. Da ist hier, dahinter ist... Nee, das ist die Belohnung, das ist die komplette Belohnung für das Grab. Okay. Dokument. Wir mögen fern der Heimat sein, aber das macht uns nicht zu Barbaren. Wenn unsere Lieben sterben, wie viel zu viele in letzter Zeit, erweisen wir ihnen den gebührenden Respekt. Als wir keinen Weinberg hatten, um Wein herzustellen, wuschen wir die Toten mit Seewasser. Als wir keine Webstühle für die Leichentücher hatten, wickelten wir die Verstorbenen in Häute und Felle. Wir besaßen kaum Münzen, doch jetzt schmieden wir eigene, damit unsere Toten die Überfahrt in die nächste Welt bezahlen können. Ich wünschte nur, der Preis wäre nicht so hoch. Ja, die Überfahrt ins Totenreich wird auch immer teurer. Das geht hier bei uns in Hamburg genauso. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wird genau auch immer teurer. Jedes Jahr, jetzt im Januar auch erst wieder gestiegen. Ja, ich kenne euer Problem, meine Freunde. Am besten, man holt sich eine Monatskarte für die Reise ins Totenreich. Okay, jetzt habe ich aber hier zwei Flöße, ne? Da und dann das da drin noch. Kann ich das dann rausziehen? Das kommt da auch raus. Es ist da dann noch eine, da kann ich dann hochklettern, ne? Ich glaube schon. Ah.
Ich treff mich. Nein! Lara! Halt dich fest. Okay. Man geht drauf, wenn man da zu nah kommt. Soll ich nicht lieber dann das Boot nehmen? Aber ich weiß nicht, wieso ist denn hier überhaupt noch ein zweites? Ich muss halt da schnell hinschießen. Geht nicht. Good. Okay. Ich habe noch nicht verstanden, wozu das Boot da ist. Ich nehme mal nochmal das. Hey. Hallo? Ja. Ja, lass dir ruhig Zeit. Oh, Schieflage. Wieso? Nein. Oh Gott. Warum tut sie denn nirgendwo das Seil anbringen? Wenn ich das da benutze. Was ist eigentlich, wenn ich so schiebe? Ah. Nix. Vielleicht ja so. Nee. Nein! Ah. Okay. Ja, jetzt tut sie das festmachen, endlich mal. Na? Ja, so bringt mir das aber nichts. Hier an der Wand kann ich nicht klettern. Und sie zieht das hier nicht. Warte, ach, ich kann hier doch kurbeln. Ah. Darum ist das ein anderes Boot. Das erste Boot hatte nämlich nicht so eine Kurbel. Okay. Okay, das da hatte keine Kurbel. Und das hätte die Kurbel. Alles klar. Das war doch nicht das ganze Rätsel, oder? So schwierig war das jetzt nicht. So große Katakomben und dann doch nur so ein kleines Grab hier. Okay, hier ist schon dann die Grabkammer. Interessant. Die haben ihre Toten einbalsamiert? Ja. Und die Karte. Karte aktualisiert. Habe ich was vergessen? Da ist noch ein Relikt. Also das Relikt, das erste habe ich. Die beiden Dokumente habe ich auch. Vor mir ist noch eins. Ja. Und zwar hier. Ein goldener Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt, in Kitesh. Ja, dann ist er für den Propheten, Mensch. Guck mal, da kann ich hochklettern. Ist wahrscheinlich der Ausgang, damit ich hier nicht wieder mit dem Boot rüberfahren muss. Die hat gar nichts gesagt. Anatomiekenntnisse, okay. Alte Kenntnisse, 6 von 9. Ja, es gibt ja 9 Gräber. 6 Stück habe ich jetzt fertig. Spüren Sie die Position von Tierherzen, wenn Sie Überlebensinstinkte benutzen oder auf Beute zielen. Schüsse auf Tierherzen richten großen Schaden an Tiere mit dicken Fell, Bären und Großkatzen sind gegen Herzschüsse immun. Okay. Drücken Sie RS, um den Überlebensinstinkt zu aktivieren.
oder halten Sie LT gedrückt, um auf das Tier zu zielen und das Herz zu sehen. Praktisch, geht aber nur bei Tieren. Nicht schlecht. Okay, das war das nächste optionale Grab. Jawohl. Ah, hier bin ich wieder. Okay. Sehr praktisch. Okay. Ah, da habe ich aber sehr viel Weg gespart. Auch hier das Seil und sowas. Nein! Na, oh, da war ich schon wieder zu dicht. Man wird auch nicht gefragt, ne? Irgendwie, dass man muss keinen Knopf drücken, man muss einfach nur in die Nähe gehen und sie geht automatisch durch. Das heißt, wenn man wird nicht gefragt, dass man irgendwie mal A drücken muss oder so. Nö, geh einfach durch. Okay. Dann fehlen mir jetzt im ganzen Spiel noch 3 optionale Gräber. Einige davon haben wir ja auch gesehen. Da fehlt mir noch Ausrüstung für, um da reinzukommen. Boah, was für ein komplizierter Ausgang hier. Da bin ich halt die ganzen Wasserrutsche da runtergefallen. So, mal ganz zulegen hier. Aber so dunkel ist es hier nicht, da wäre das Licht gar nicht nötig. Es sieht doch schön aus hier mit dem ganzen Sonnenlicht, was hier reinstrahlt. Geothermales Tal. So, da wären wir wieder. Was ist los? Dann kann ich ja gleich schon weitergehen da oben hin zum nächsten Ziel. So eine Kletterwand. Da oben sind die Überlebenden, okay. Ah, hier ist noch ein Lager. 2 Schrauben. Ich wünschte, du könntest diese Aussicht sehen, Lara. Die Grabungsstätte sieht am frühen Abend so schön aus, wenn die letzten Sonnenstrahlen das Werk harter Arbeit beleuchten. Dann werden die Lagerfeuer entzündet und der Geruch von Grillfleisch zieht durch das Camp. Es hieß, es sei Meerschweinchen. Ich lehnte ab. Roth aß 2. Vielleicht nehme ich dich nächstes Mal mit. Wie lief die Geschichtsarbeit? Das sind meine schönsten Erinnerungen, Dad. Mit dir bei den Grabungsstätten. Besonders, wenn ich ein eigenes kleines Feld zum Graben bekam. Das war schön. Das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. In der Arbeit hatte ich eine 1. Okay. Mal wieder eine kleine Erinnerung an ihren Vater. Meerschweinchen haben die da gegessen, wo die waren. In Peru zum Beispiel werden die auch gegessen. Da ist das ja eine große Mahlzeit, also die werden da ziemlich viel gegessen. Peru war das, glaube ich, habe ich mal bei Galileo gesehen. Mhm. Soll wie Hühnchen schmecken, also weiß nicht, stelle ich mir jetzt nicht schlimm vor. Okay. Ah, ein Monolith. Ah, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Okay, den konnte ich gleich entziffern. Mal gucken, wo jetzt überall wieder Münzen sind, wo ich schon mal drin war. Aber hier im Grab zum Glück nicht. Okay, hier zurück. Da, aber das ist hinter dieser Absperrung, komme ich nicht hin. Nur hier die eine. Und hier in dem Gebiet wieder. Hier war ich schon mal. Zum Glück auch vor der Krypta, also ich muss nicht in die Krypta rein. Und da war ich auch schon mal vor. Ja, da habe ich sogar das Grab fertig. Dann muss ich da nochmal hinlatschen. Okay. Das ist immer ärgerlich. Dass, ne, du bist hier hinten gekommen, findest dann so einen Monolith, der dir anzeigt, dass hier eine Münze ist. Und man kann die auch nicht früher finden, weil man nicht weiß, dass sie da ist. Also die wird auch nicht. Die ist auch nicht einsammelbar, weil man diesen Monolithen halt noch nicht freigeschaltet hat. Deswegen. Und hier das Dokument? Das habe ich auch nicht.
Das war aber vorhin nicht da, ne? Oder? Habe ich das die ganze Zeit übersehen? Ich glaube nicht. Wurde neu angezeigt jetzt. Alles klar. Eichhörnchen-Family hier am Start. Okay. Ist das gerade... Da ist ein Überlebensrucksack. So, Karte aktualisiert. Jetzt zeigt mir der hier wieder was an. Okay, in dem Bereich, wo ich noch nicht hin konnte. Hier auch, wo ich noch nicht hin konnte. Noch mehr? Nein, das war's. Okay, dankeschön. Ich muss da drüber klettern. Erstmal gucken, ob da unten noch was liegt. Nö, das sieht gut aus. Festhalten. So. Ein großes Tor. Die ist offen. Ist offen. Die Akropolis ist hier schon. Okay. Vorsicht, nichts kaputt machen. Das ist also die Akropolis, wovon die gesprochen haben. Hühnchen! Jacob, das ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Okay. Sophia ist also hier mit Leuten drin. Habt ihr es eben gesehen, als das Hühnchen dicht war? War das war Symbol mit X, dass das Hühnchen bei mir ist? Schau ich nochmal ganz kurz. Bleib mal stehen, du Huhn. Ja. Lol. Ich kann Hühnchen werfen. Kann ich sie nicht auch in meinen Pfeil einspannen? Wie bei Hotshots. Ist das cool. Achtung, Hühnchen! Lol. Bleib mal hier. Ich will das nochmal machen. So. Hm? Ah. Ich habe kein Feuer mehr. Nein. Egal. Genug mit Hühnchen gespielt. Wenn man so hat, nur so viele, so wenig Feuerpfeile, ey. Voll doof. Okay. Das sieht sehr abenteuerlich aus hier. In die Bergspitzen. Da sieht man mal wieder, dass man in Sibirien ist, weil hier sieht das eher aus wie, keine Ahnung, ein nettes Kanada-Gebiet. Kalt, aber nicht zu kalt. Aber es geht nur alles in eine Richtung hier. Wo bin ich denn jetzt gerade? Hier war der Eingang. Da bin ich rein, bei diesem Gelben. Jetzt bin ich hier. Die Akropolis. Auch ein bisschen größer. Herausforderungen gibt es eine. Truhen 3, Relikte 3, okay, das geht. Dokumente 10, Wandgemälde 1, Überlebensverstecke 3, Münzverstecke 3. Okay, das ist easy. Das ist easy. Danke. Cool gemacht. Oh oh. Da müssen wir klettern, Leute. Hier an der Wand lang. War wohin? Nach oben? Na unten wohl nicht. Nein, dahin. Aber da gehe ich in der nächsten Folge weiter, Leute. Wir sind ja bei 20 Minuten angekommen. Und ich denke, das ist hier auch gerade eine schöne Ecke hier in der Schlucht.
mal eine kleine Pause zu machen und in der nächsten Folge weiterzugehen. Wir haben jetzt in dieser Folge gelernt, wie man Hühnchen schmeißen kann, Leute. Das ist doch schon mal etwas ganz Wichtiges, was den Lauf des Spiels sicherlich noch verändern wird. Wir können jetzt Hühnchen schmeißen. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.